bin Benjamin Cornelius. Bei mir war klar, ich wollte was Handwerkliches machen. Ich wusste nicht genau was. Da habe ich zuerst ein Praktikum gemacht beim Maler. Und dann bin ich zum Fliesenleger und das hat mir echt Bock gemacht. Sehr vielfältig, berührst viel und fand ich echt cool. Mein Name ist Alexander Cornelius. Bin zum Fliesenleger gekommen durch meinen Bruder. Der hat es vorgemacht, hat mir Spaß gemacht. Wir sind ein eingespieltes Team. Jeder weiß genau, was der andere macht. Abends fahren wir zusammen heim und das Ergebnis stimmt. So muss es sein. Also mich fasziniert am Fliesenlegen einfach, dass ich jeden Abend sehe, was ich gemacht habe. Wir gestalten viel, das finde ich interessant. Der Beruf Fliesenleger wird sehr schnelllebig. Die Anforderungen werden immer höher. Die Produkte werden anders, die Fliesengrößen werden immer größer. Trends im Fliesenbereich sind die ganz großen Formate. Das ist unser Spezialgebiet mittlerweile. Wir machen das fast nur noch. Es macht uns am meisten Spaß und ist handwerklich mit am schwierigsten. Bei der Großformatverlegung muss einfach alles stimmen, braucht die richtigen Bauchemiekomponenten und braucht die richtigen Fliesen dazu. Bei Firma Iris Ceramica FMG wissen wir, dass wir es gut verarbeiten können, haben damit langjährige Erfahrung. Die Maßhaltigkeit stimmt, die Stabilität der Fliese stimmt. Mein Name ist Heiko Olarius, ich bin festangestellter Gebietsleiter der Iris Group und bin für die Marken Iris FMG und Eifelcrest dort zuständig. Wir haben hier ein sehr spezielles und auch hochwertiges Objekt, was mit den verschiedenen Bereichen natürlich hervorragend funktionieren muss. Was wichtig ist, ist natürlich, dass der Anspruch der Fliese als auch der Verlegung sowie der Bauchemie wir der Gesamtheit gerecht werden. Das ist hierbei hervorragend gelungen. Eine Zusammenarbeit mit den Gebrüdern Cornelius finden wir sehr besonders, als auch hier für die Besonderheiten dieses Objekts. Hat uns persönlich sehr gut gefallen, aus dem einfachen Grund, weil wir einfach wissen, dass die Gebrüder Cornelius mit den Produkten alles, was möglich ist, umsetzen können und das wirklich in Perfektion. Bei der Bauchemie sind wir bei der Firma Codex gelandet, weil die uns die entsprechenden Produkte liefern konnten, mit denen wir auch sehr gut zusammenarbeiten und die Produkte bringen uns das, was wir brauchen, um das Endprodukt fertigzustellen. Vorauszuheben ist der RX8 als Fließbettkleber, der trotz schneller Abbindbarkeit immer noch lang zu verarbeiten ist, was uns einen guten Zeitraum schafft. Wenn man da mal eine Fliese aufbrechen muss oder muss die hochheben, da haben wir 99% Benetzung auf der Fliesen auf dem Boden. Da ist mir echt sicher, dass die Vollsaat liegt. X-Fusion haben wir hier verwendet, überall. Ist farbstabil, verschmutzt nicht mehr, lässt sich super verarbeiten. Wir legen nur noch Großformate und dann ist der einzige Schwachpunkt nur noch die Fuge. Und um das zu umgehen, dank Codex sind wir dann auf die X-Fusion gestoßen, die auch, wie Benny schon gesagt hat, von der Verarbeitbarkeit her fast gleichzusetzen ist wie eine zementäre Fuge, aber mit all den positiven Eigenschaften einer Epoxidharzfuge. Und der Belag bleibt im Prinzip immer so, wie er nach dem Verfugen ist. Man will große Fliesen, 3 Meter Fliesen, will aber dazu einfach keine Schiene, weil sie stört. Man will praktisch eine Massivoptik erreichen durch die verklebten Gärungen. Der Aufwand ist groß, aber das Ergebnis stimmt. Wir sind im Netzwerk der Westen von Codex. Dort sind wir auch im Internet präsent. Und da kann man uns leicht finden, kriegt schon die ersten Infos über uns. Und das Netzwerk der Westen hilft oft, an solche Objekte zu kommen. Wir sind eigentlich sehr happy mit dem Netzwerk der Westen. Coole Truppe, es gibt Stammtische, Austausch mit anderen Fliesenlegern. Ich bin zu Codex gekommen durch entsprechende Produkte, aber das Hauptsächliche ist der Support vom Außendienst, das Netzwerk, der Austausch mit anderen Fliesenlegern. Und Codex fährt einen super Lifestyle, das Marketing ist top und es ist einfach eine junge, dynamische Firma, die sich stets weiterentwickelt.